Gib mir eine Sekunde, ich habe Tage auf diesen Moment gewartet. Ja, natürlich nicht, habe ich. Dann wäre es ja keine Überraschung. Das stimmt. Ne? Ist das Kaugummi noch im Mund oder hast du dich verschluckt? Keine Sorge. Der schläft damit. Echt. Aber ist eine andere Sache. Guten Abend. Ich weiß, mein Vater stand gerade erst auf der Bühne, aber keine Sorge, wir wollen aus der goldenen Henne heute Abend keinen goldenen Howie machen. Aber jetzt stehe ich hier. Und ich muss schon sagen, eine Laudatio für den eigenen Vater zu schreiben, ist schon so eine Sache. Denn das kann schnell kitschig sein. Mein Dad mag keinen Kitsch. Aber jetzt sitzt du da unten und ich stehe hier oben und da müssen wir beide jetzt durch. Ich wurde ja quasi mit einem lebenslangen Backstage-Pass für die Howard Carpendale Show geboren. Und ich kann euch sagen, ich hätte mich für keine andere Show entschieden. Nicht etwa, weil wir zu Hause beim Frühstück zusammen Hello Again trällern oder weil ich mein großes Idol Howard jeden Tag anschmacht und schon gar nicht, weil ich gerne als Sohn von bezeichnet werde. Ganz im Gegenteil, es ging mir ziemlich früh auf den Keks. Aber weil ich schon von klein auf bei den Konzerten, den Shows meines Dads nicht so sehr hoch zu ihm schaute, sondern mehr ins Publikum und gesehen habe, was für eine Verbindung er zu den Menschen aufbaut und was diesen Menschen diese Verbindung bedeutet und natürlich auch ihn. Ich kann sagen, dass ich in 46 Jahren, die ich erst dabei bin, noch nie meinen Vater halbherzig auf der Bühne gesehen habe. Er ist immer voll dabei. Jeder Moment auf der Bühne ist ihm einzigartig und wichtig. Und das macht ihn zum großen Entertainer. Zum großartigen Menschen für ihn macht, zum großartigen Menschen für mich macht ihn, dass er noch nie als Star von der Bühne gekommen ist. Er nimmt sich selbst überhaupt nicht wichtig. Er kam immer von der Bühne als Freund, als Kollege, als Ehemann oder eben als Vater, der uns vorgelebt hat, dass das, was er da macht, dass das einfach nur sein Job ist, den er ernsthaft macht und dem er mit voller Leidenschaft unermüdlich nachging. Und dann kommt der Typ 2003 auf die wunderbare Idee, dass seine Karriere beendet ist. Am 13.12. saß ich in der Köln Arena, ich war 26 und ich habe geheult. Weil da ein Teil von meinem Leben zu Ende ging, der irgendwie immer da war. Und dann ging das Licht an und 10.000 Menschen starrten, es war mucksmäuschenstill in dieser Halle, 10.000 Menschen starrten auf diese Bühne und realisierten, da geht jemand, der irgendwie immer da war. Ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, in den kommenden Jahren ging es uns so sehr auf den Keks, dass wir irgendwann gesagt haben, geh zurück auf Tour. Aber so einfach war der Weg leider nicht. Der Weg zu realisieren, dass die Bühne vielleicht der einzige Ort ist, wo er wirklich er selbst sein kann, war ein sehr schwerer. Bis hin zum Tiefpunkt, bis zur Depression. Und irgendwann stand ich vor der Haustür in Florida und habe gesagt, ich werde nicht ohne dich zurück nach Deutschland fliegen. Wir suchen dir Hilfe. Und er hat sich auf mich verlassen, hat mir vertraut, er ist mitgekommen und er fand den Weg zurück in sein Wohnzimmer, auf die Bühne. Und dort ist er seitdem befreiter denn je. Er gibt immer noch alles, aber ich glaube, du hast einfach noch mehr Spaß. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr auf Tour wirst du wieder sehr viel Spaß haben mit deinem Publikum. Ich wurde oft gefragt, wie es denn war, mit so einem Übervater aufzuwachsen, der immer weg war. Und ich kann einfach nur sagen, du warst nie ein Übervater. Du warst einfach nur mein Dad und mein bester Freund. Und bis heute gehst du immer ran, wenn ich dich anrufe. Du warst und bist immer für mich da, wie für viele Menschen, für die du da bist, seit ihrer Geburt. In den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, Nullern und nach einer kurzen Pause zum Glück auch in den 10ern und in den 20ern. Und deswegen geht die Goldene Henne als Ehrenpreis für Musik heute Abend an Howard Carpendale. I love you, Dad. Die Goldene Henne Ehrenpreis Musik geht an Howard Carpendale!
I love you. Totally. Mr. Price. Ich hoffe, die Überraschung ist gelungen, Howard. Oh. Thank you. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch nur wirklich von ganzem Herzen sagen, ich wusste nichts darüber. Normalerweise habe ich immer jemanden, der mir sagt, pass heute auf, da passiert was. Ich wollte hier drei Lieder singen und das war's. Dankeschön. Und es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank und dass du gekommen bist dafür. So kenne ich dich, mein Sohn. Howard, ich tausche mal wieder aus. Vielen herzlichen Dank, lieber Wayne, für diese tolle Laudatio. Danke, Florian. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Howard Carpendale. Danke euch. Großartig. Applaus